Ich stehe jetzt hier vor der DBB-Halle in Detmold. Hier findet am Sonntag der große Sportpark Lippe Cup statt. Und ich werde jetzt gleich mit den Verantwortlichen sprechen und bin gespannt, was sie zu ihrem Turnier zu erzählen haben. Bevor es für die Fußballer wieder zurück auf den Rasen geht, lädt der Hakedaler SV in die DBB-Halle nach Detmold. Am Sonntag findet zum 8. Mal der Sportpark Lippe Cup statt. Bei der Tombola gibt es nicht nur tolle Preise zu gewinnen, im Turnier spielen auch viele bekannte Mannschaften. Neben den diesjährigen LZ-Cup-Finalisten FC Augustdorf und TBV Lemgo sind auch zwei Landesligisten mit dabei. Gutes Abschneiden lohnt sich. Es gibt ein Gesamtpreisgeld im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen. Turnierdirektor Nuri Kurt steckt jedes Jahr viel Herzblut in das Hallenevent. Mein Anspruch ist immer, auch ein, zwei mindestens höherklassige Mannschaften ins Teilnehmerfeld aufzunehmen, weil da ist der Anreiz und auch das Messen mit höheren Teams. Wie schwer ist es, diese Teams zu bekommen? Am Anfang, wenn die das Turnier noch nicht kennen, wenn wir uns noch nicht kennen, war es schwer. Aber mittlerweile, wenn man das rechtzeitig einplant und vor allem zeitlich nicht unbedingt in die Vorbereitung dann setzt, dann ist es relativ einfach, dann klappt das gut. Neben dem Sportlichen macht ihr unheimlich viel rund um die Veranstaltung, das Essen, aber eben auch diese Tombola. Wie passt es zusammen, 500 Lose und einen Hauptpreis, der über 1.000 Euro liegt? Ja, genau. Dementsprechend ist Herzblut und Fleißarbeit im Vorfeld gefragt. Aber da bin ich mir nicht so schade. Ich habe mittlerweile auch Läden, die uns da unterstützen, Geschäfte und Partner, die mich und den Verein da an der Stelle unterstützen. Das hat sich so eingespielt in den Jahren. Und auch mit dem iPhone natürlich als Hauptpreis ist eine mega Sache, weil jeder will es haben. Es ist vom Wert her mehr als alle Lose, den Wert aller Lose im Topf. Und von daher ist es, glaube ich, lohnenswert für jeden, da auch mitzumachen. Was springt am Ende bei so einer Veranstaltung raus? Ist es Prestige oder ist es auch bares Geld? Für mich steht der Image und auch so ein bisschen die Außendarstellung im Vordergrund. Das Monetäre, ich glaube, durch so ein Turnier wird kein Verein reich, aber auch nicht arm. Und von daher ist es eher kostendeckend. Bei der Tombola bleibt ein bisschen was über, aber meistens geht es nicht da um das Geld, was da überbleibt. Ihr macht das zum 8. Mal. Welche Schlüsse hast du aus den vergangenen Jahren gezogen? Einerseits, dass man das Niveau versucht anzugleichen. Also die ersten Jahre habe ich auch ein paar B-Liga-Mannschaften dabei gehabt. Aber wenn dann Landesligist mit 8-9-0 in 15 Minuten gewinnt, ist der Anreiz für die Zuschauer auch nicht so groß. Und von daher versuche ich da so einen Angleich der Klasse zu bekommen, um da auch spannende Spiele und auch enge Spiele zu bekommen. Ne? Mit von der Partie ist auch Andreas Muschig. Der Sportparkchef unterstützt das beliebte Event seit vielen Jahren. Wir vom Sportpark Lippe, wir lieben Hallenfußball. Hallenfußball ist schnell, ist dynamisch und voller Leidenschaft. Ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es fallen so viele Tore und es gibt so spannende Szenen und so trickreiche Momente. Also liebe Detmolder, kommt vorbei, es kostet keinen Eintritt. Schaut euch das einfach mal an.